Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Und ja, wir sind auch mit der, also die Maisernte haben wir abgeschlossen, die Kartoffelernte quasi auch. Den können wir mal zuklappen, dann lässt er sich hier besser hinstellen. So, und ich habe eben, na, so ein bisschen überlegt, ob wir nicht vielleicht noch ein bisschen mehr mit Kartoffeln machen, weil das ist eigentlich, wie ich finde, relativ lukrativ. Mais haben wir jetzt schon so viel gemacht. Und da habe ich mir nämlich überlegt, ja, ich weiß nicht, wollen wir irgendwie nochmal einen zweiten Vollernter? Oder ist das dann wieder Fließbandarbeit? Bin mir da echt gerade nicht sicher, was ihr auch am liebsten machen würdet. Tja. Also ich möchte jetzt auch nichts überstürzen, ne? Sagen wir es mal so. Ich habe ja jetzt sowieso noch einige Folgen. Frei. Oder die ich halt machen muss, wegen dem neuen Rechner, damit ich ein bisschen Puffer habe und nicht am ersten Tag alles Windows und so weiter installieren muss und dann auch direkt noch aufnehmen muss. Das wird mir dann zu viel. Ja. Sonst bin ich am Überlegen, um jetzt die nächsten Folgen, oh Gott, um jetzt die nächsten Folgen zu füllen, ist ja egal, was wir anbauen, wir können es ja immer wieder übergrubbern. Ja. Aber ich weiß nicht. Oder machen wir mal... Okay, machen wir es mal so. Denn ich denke mal, einige von euch hätten ja jetzt auch gesagt, hier, mach mal Zuckerrüben oder sowas. Okay, wir haben gerade Geld. Wir machen Zuckerrüben, kein Problem. Deswegen würde ich mal sagen... ich guck mal gerade, wie sind denn eigentlich die Preise bei Zuckerrüben? Ist das ähnlich wie bei Kartoffeln? Ja, ziemlich identisch. Teils sogar ein bisschen höher. Ich weiß noch nicht, wie viele Rüben man da rausbekommt. Also wir haben ja hier unglaublich viele Kartoffeln auf Lager. Und 820.000. Das ist ja schon mal schön und gut. Das wird allerdings noch mehr werden. Ich möchte mal eben ganz kurz... Denn wir haben ja jetzt quasi erstmal keine Oh, guck mal, der eine ist fertig, schade. So, für den Traktor sehe ich hier jetzt erstmal keine Verwendung. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir machen es jetzt so. Ich mache jetzt erstmal gerade gar nichts oder ich mache das Anfang nächster Folge. Anfang nächster Folge mache ich eine Fragerunde, also bitte nicht in diese Folge. Bitte nicht hier reinschreiben und dann mache ich in der nächsten Folge eine Fragerunde, was wir noch machen wollen. Da braucht ihr aber nichts mit Zuckerrüben sagen, sondern alles gut, aber ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, das machen wir in der nächsten Folge. So, also kümmern wir uns mal so ein bisschen, wie sieht's denn aus mit Rüben? Rübenernte, da gibt es ja auch wieder Vollernter, die jetzt speziell für Rüben sind. Das ist jetzt, na, sieht nicht viel anders aus als bei Kartoffeln, aber es ist halt anders. Ich gucke gerade mal Maxtron 620, Tektron. Also es sind schon unterschiedliche Maschinen, das heißt, wir müssen da natürlich auch wieder was kaufen. Dann Sämaschinen müssen wir natürlich auch mal gucken. Mais. Ach, guck an. Ach so. Ach, und damit können wir auch die Rüben. Ach, das ist ja praktisch. Okay, hier geht's. Okay, das heißt, wir müssen sowieso pflügen und dann brauchen wir hier diesen Maestro, den wir aber auch schon haben. Ja, wunderbar. Dann würde ich mal sagen, wir lassen mal den hier stehen.
Und wir nehmen mal eben ganz kurz den mit der Presse. So, den können wir hier aber auch wieder zurückfahren. Getreidesilo Kuhstallfelder. So, dann haben wir den nämlich zu Hause wieder. So, wartet kurz. Da, den wollte ich haben. Der ist ja auch nicht schlecht. Ist das eigentlich noch der stärkste Traktor, ne? Gucken wir mal. Jo, das ist der stärkste Traktor. So, ich muss mich gerade mal orientieren. Mit ihm hier machen wir mal ein Rennen gegen den Traktor, den wir gerade losgeschickt haben, der da hinten fährt. Und dann fangen wir nämlich mal an zu pflügen. Zu grubbern, Entschuldigung. Zu grubbern, und danach werden wir nämlich dann mal ein paar Rüben aussehen. So, also, da haben wir nämlich von den PS her, haben wir genau die richtige Maschine. Der ist nicht der schnellste. Da ist der grüne, der hellgrüne, der ist ein bisschen schneller. Aber fürs Grubbern braucht man schon ein paar PS. Und da nehmen wir nämlich genau das Ding, auf das wir gerade zusteuern. So, ich schau mal gerade, da ist ein Zaun, wo wir natürlich außen rum müssen. Ja, wir haben ihn überholt, aber wir durften auch Luftlinie fahren. So, und dann grubbern wir nämlich mal alle Felder. Und nicht nur das, sondern danach säen wir natürlich dann auch was aus. Und zwar Rüben. Und wir wollen die natürlich auch düngen. Das machen wir natürlich auch. So, Achtung. Helfer einstellen. Zack. Das reicht nicht ganz, ne? Wir wollen ja hier perfekte Felder, natürlich. So, jetzt dürfte es keine Probleme geben. Jo, passt. Augenmaß, sage ich dazu nur. So. Den hier müssen wir natürlich auch umsiedeln. Das ist der schnelle. Auch wenn das man das jetzt nicht sieht, weil wir hier so ein bisschen bergauf fahren müssen. Und einen kleineren Anhänger dabei haben. Ups. So, und mit ihm machen wir nämlich jetzt hier die Saat. So, damit auch dieses Feld dann hier fertig ist. So, und dann haben wir hier noch ihn hier. Das reicht ja völlig, wenn er auf diesem Traktor hier bleibt. Denn, da braucht man nicht viele PS. Ist das eigentlich der mit Zusatz? Ach, Zusatztank ist ja sowieso egal, brauchen wir ja nicht. So, den schicken wir dann auch mal, wobei ich glaube, wir können da nochmal einen extra Traktor für kaufen, ne? Da müssen wir damit nicht immer hin und her gurken. So, machen wir das jetzt.
Ich möchte mal eben ganz kurz gucken, spritzen. Ach komm, sonst fahren wir den jetzt mal eben kurz dahin. Wir wollen ja gleich, wahrscheinlich in der nächsten Folge oder übernächsten Folge wollen wir ja hier auf, ich mach das mal ein bisschen schneller, so, wollen wir ja Mitternacht haben und dann die 200, die 1-Millionen-Marke knacken. Ich schau mal eben ganz kurz, wie sieht's aus mit der Milch. Ja, 232.000 sieht super aus. Und wenn wir alles unterwegs haben, das heißt, wenn wir den Grubber, den Dünger, die Düngerspritze hier und den, der Säer, also der die Saat dann quasi austrägt, wenn alle unterwegs sind, dann können wir nochmal so ein bisschen locker, so ein bisschen, sag schon, boah, warum überlege ich nicht, bevor ich anfange zu sprechen, dann können wir nämlich dann noch ein bisschen Futter mischen. Das wollte ich sagen. Ja, theoretisch könnten wir auch eine Route machen, Kartoffelfelder zu Rübenfelder. Dann müssen wir nicht immer dann... Ja, wäre auch nicht schlecht, ne? Können wir so ein paar Gerätschaften immer von A nach B automatisch fahren? Brauchen wir sie nicht doppelt kaufen? Sonst haben wir irgendwann so viele Sachen. Ich glaube, das mache ich gleich und dann fangen wir nämlich an, zwei Felder gleich oder zwei Felder dann zu machen. Ah, wobei, ist auch egal. Brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal nicht. So, ich hoffe, wir sind schnell genug, dass wir hier durchkommen. Oh, 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 scheiße. Na gut. So. Ich weiß schon, wer gewinnt. Oh, ja. Okay. Gerade so geklappt. Ich hoffe, er schafft es, den da vorne zu überholen. Naja. So, wir behalten es im Blick. Hier vorne sind wir, was das Mähen angeht. Wo sind wir hier eigentlich? Sind wir hier fast durch? Aha, auf dem. Ah, okay. Nee, dann dauert es doch noch ein bisschen. Das ganze Infield fehlt quasi noch. Aber wir können... Ach, können wir dann halt mit ihm machen. Sonst machen wir hier wirklich mal so eine Route. Suchen wir uns mal einen Start aus. Wie wäre es hier vorne in der Mitte? Ist dann immer unser Startplatz. Und dann schreiben wir mal eine Route, wenn wir hier mal so ein paar Fahrzeuge hin und her schicken wollen. So, also. Dann Kursaufzeichnung beginnen und auf geht's. Ich werde auch versuchen, wobei wir können auch schon auf der Straße fahren, ne? So ist es nicht. Dafür ist sie ja da. Wenn uns dann mal jemand aufhält, das ist ja nicht unser Problem. Wichtig ist halt nur, dass wir hier nicht auf die Gegenfahrbahn kommen, weil die sind dann nicht so schnell. Deswegen halte ich mal so ein bisschen Abstand. Und fahr lieber so ein bisschen weiter rechts.
Und dann fahren wir die am besten auch so dahin in der Nähe, wo auch die Anhänger immer hinkommen, so ein bisschen zentral, dass die dann da zentral stehen. So aufpassen, nicht zu weit links rüber. Und wenn wir dann fertig sind hier dann, und den wieder zu den Kartoffeln fahren wollen, dann nehmen wir nämlich auch nochmal einen Parcours auf oder einen Kurs auf. Und sparen wir uns immer ein paar Minuten. Ne? Wir wollen es ja versuchen, so ein bisschen zu automatisieren. Wir wollen nicht übertreiben. Aber so ein paar stumpfe Sachen brauchen wir nicht alles selber machen. So, und jetzt kommt ein kribbeliger Augenblick, wo wir halt nochmal über die Straße rüber müssen. Und zwar hier. Zack. Und dann stellen wir ihn. Zack, hier ab. So, Aufnahme beenden. Speichern. Kartoffel. Rüben. So. Speichern. Fertig. Erster. Gut. So, dann nehmen wir uns mal die Sämaschine und dann können wir loslegen. So, wollen wir mal kurz Saat wählen. Zack, und da haben wir die Rüben. Jo, das ist natürlich ganz große Klasse, was die Jungs da machen. So, da müssen wir mal eingreifen. So, ich hoffe, das passt. Ah, ein kleiner Streifen fehlt. Ja, klasse, ne? Okay, wir tricksen das Spiel mal aus. Der wird uns jetzt ja total blockieren. Oder wartet. Ich probiere das mal. Oh, ich komme hier nicht vorbei. Alter. Ach, Mensch. Ja, gucken wir mal. Sonst müssen wir da zur Not so ein bisschen mithelfen, aushelfen. Wir können da ja gleich rüber switchen zu dem mit dem Grubber und dann. So, hier, dann machen wir mal die Nachricht weg. Zock, zack. So, er hier, der kann dann auch weg. Der braucht erstmal nichts machen. Fahren wir mal nach Hause. So, können wir hier auch schön zuklappen. Dann ist der ein bisschen handlicher. Auch vorne hier das Mähwerk. Klappt sich dann gleich ein. Beziehungsweise das müssen wir nochmal separat machen. Zack. Und dann haben wir nämlich wenig Platz, den wir brauchen. Und dann können wir ihn nämlich hier vorne schön parken, ohne dass er irgendwie stören kann. So. Und jetzt, genau, ihn wollte ich haben.
lassen wir ihn hier mit dem Dünger mal überholen. Ja, und dann können wir hier eigentlich ein Päuschen machen. Nächste Folge geht's dann hier weiter. Danke fürs Zuschauen, Leute. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Hier beim Landwirtschaftssimulator 2015. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.